Willkommen zurück bei Father and Son, Play for Fun. Und jetzt mal wieder eine Runde mit Lara. Und hier liegt ein Buch. Ich kann kaum glauben, dass wir tatsächlich auf einer Expedition sind, um die Heimat meiner Vorfahren zu finden. Seit ich Lara die Geschichte von Himiko erzählt habe, war sie auf der Suche nach diesem Ort. Ich habe nie viel darüber nachgedacht, dass das alles tatsächlich historisch sein könnte. Meine Großmutter erzählte mir die Geschichte, als wäre sie eine Erinnerung. Vor vielen Jahrtausenden herrschte die Sonnenkönigin Himiko über das Land Yamatai. Die Sonne gehorchte Himiko und sie beherrschte alles, was deren Strahlen berührten, von den Bergen bis zum Meer. Aber eines Tages verschwand Yamatai plötzlich spurlos und geriet in Vergessenheit. So, also hier muss man immer die Augen offen halten. Und da kommen wir ja. Und dann sollen wir in die Richtung gehen. Ah. Die nehmen wir mal mit. Die Truhe können wir noch nicht öffnen. So. Wie ziehe ich hier nochmal eine Waffe? Ah ja, so. Das klingt gar nicht gut. Geh einfach den Hügel rauf. Da ist ein großes Tor. Aha. Ja, ich weiß nicht. Ich traue dem Spiel nicht. Ah, da. Oh. Wie gesagt, dem Spiel traue ich hier nicht. Da kommt er. Ich habe das mal irgendwann schon mal gespielt. Aber das ist ewig her. Sie hätten mich vor den Wölfen warnen können, Doktor. Ja, genau. Hier unten war aber auch noch was zu finden. Da war doch gerade was. Ah, guck mal da. Da ist noch eine Kiste. Bergungsgut, da seht ihr, das haben wir. Waffen-Upgrades. Da ist noch eine Kiste. Was? Erstmal den Hasen hier. So, jetzt denke ich, haben wir aber hier auch genug gesammelt und machen erstmal in der Story hier weiter. Weiß, ich habe meiner Tierbox sich hier umzuschauen, ne? Das ist ja so voll. Machen wir uns mal etwas Licht. Oben ist der Kollege. Ah, hier ist noch Lagerfeuer. Das machen wir mal an. Ich denke, dann haben wir das jetzt auf dem Schirm, wenn wir da einmal waren. Gibt es nicht irgendwie eine Karte oder so? Ah. Okay. Ja, das machen wir ja gerade. Das Tor ist uralt, aber der Mechanismus, der wurde erst kürzlich gebaut. Die sind faszinierend. Ich habe das schon mal gesehen. Sie müssen rituell sein. Dieses Frauenabbild hier ist besonders interessant. Das ist erst vor kurzem gemacht worden. Das waren die Inselbewohner. Den Wracks zufolge sind sie genau wie wir Überlebende. Bemerkenswert.
Na, hoffentlich werden wir nicht auch Mörder wie sie. Versuch's mit dem anderen. Hier fehlt der Griff. Aha. Zusammen. Oh, Scheiße. Sie hält leider nicht. Ich werde nach was Stärkerem suchen. Vielleicht liegt hier was Nützliches. Unglaublich. So kann ich ja nicht so mit dem quatschen oder so. Aha. Auf dieser Insel geht etwas überaus Interessantes vor, Lara. Ich weiß nicht, ob interessant das richtige Wort ist. Wie deuten Sie die Symbole? Sonnenpiktogramme, primitive Strichmännchen, schwer zu sagen. Das könnte ein Zeichen kultischer Verehrung sein. Oder genauso gut nur eine Art Kulturgraffiti. Ah, ich werde das genauer untersuchen. Du solltest versuchen, die Axt zu reparieren, damit wir das Tor öffnen können. Sonnendarstellung. So, hier haben wir so eine Kiste. So, ich muss erst die Axt reparieren. Axt nicht stabil genug zum Öffnen. Bergungs. Ach so. So, das müsste reichen. Mal sehen, ob ich die Axt wieder hinkriege. So, da könnt ihr es lesen. Verwenden Sie gesammeltes. So. Bergungsgut und so weiter. Dann verbessern wir die jetzt. Und jetzt checken wir das mal hier. Und jetzt gehen wir mal eben zurück. Das muss doch irgendwo da hinten gewesen sein. Oh. Ja, ich bin da noch nicht so firm. Wo sind die hin? Denn, ach so, da kann ich. So. Da hinten war doch noch eine Kiste. So. War doch irgendwo da oben. Also mit dem Zurechtfinden habe ich es hier noch nicht so. Da oben ist es. Da. Die kann ich jetzt auch öffnen. Wollen ja hier nichts liegen lassen, ne? Aha. Das hier sollten wir uns vielleicht mal merken. Jetzt da oben weiter oder gehen wir erstmal hier rein? Ich würde sagen, wir schauen uns hier noch ein bisschen um. Vertrauenskrise, also werde ich für Sie gute Laune simulieren. Aber etwas an dieser Expedition macht mich nervös. Je näher wir dem Drachendreieck kommen, desto übler wird mir. Mit Vorfreude hat das nichts zu tun. Was zum Teufel ist nur los mit mir? Ich sollte aufgeregt sein. Das wird ein völlig irrer Trip. Ich muss nur dieses Gefühl loswerden. Vielleicht kann ich Lara zu einer kleinen Pause und einem Drink überreden. Also ich würde sagen, wir schauen uns hier erstmal um. Wer weiß, ob wir hierhin zurückkommen. Okay.
wird die Fackel wohl ausgehen. Ah, okay. Also habt ihr gesehen, die Fackel geht aus, aber hier hängt eine Laterne. Und dann ist die Barriere auch weg. Ein optionales Grab. Aha. Schauen wir uns hier erstmal um. Also ich denke, alles, was nach Stöffchen aussieht, fackeln wir erstmal ab, oder? Denn ich denke, das erste optionale Grab hier, das wird ja jetzt nicht wahnsinnig kompliziert sein, ne? Das könnte ich als Rampe benutzen. Da wird ja noch nicht viel sein, wo wir denken müssen hier. Kann ich das hier so anzünden? Nee. Werfen können. Es muss einen Weg geben, ihn nach oben zu ziehen. Ich würde mal sagen, wir gucken erstmal hier. Ja nicht hoch. Hä? Ich denke, da oben sollen wir hin. Weiterkommen. Aber ich habe jetzt immer noch nicht geschnallt, was hier Phase ist. Aha, da kommen wir nicht weiter. Also irgendwie, was soll ich hier machen? Ich sag noch, so schwer kann es ja nicht sein, ne? Also das geht nicht. Vielleicht hätte ich mich erst umschauen sollen, bevor ich hier wild alles abfackel, ne? Also das scheint nicht vorgesehen zu sein, okay. Da soll ich vermutlich hin. Hier kann ich noch so ein... Aber was soll ich damit? Aha, aha. Muss ich hier rauf? Moment mal.
So. Ja, vielleicht immer demnächst auch Step by Step sich das anschauen. Einer mehr müsste reichen. Jetzt muss ich doch trotzdem von da hinten, oder? Komme ich jetzt dran? Nein. Was fehlt jetzt noch? Da oben muss ich doch rein. Das ist doch die Idee. Ab. Ah, okay. Gut. Muss man dann auch treffen. Der Steuerung noch nicht so ganz so klar. Das funktioniert aber nicht. Einfach hier hochgehen, gute Lara. Was soll ich da erst drauf schießen? Da muss man erstmal drauf kommen, oder? Was jetzt? Halleluja. Der Stoff sieht entzündlich aus. Meine Güte, aber noch nie so viel in so einem Grab hier abgefackelt, oder? Auch von hier? Oder wie mache ich das? Ah, hier oben durch bestimmt, da. Das war's. Na gut, wenn man Step by Step geht, denke ich, dann hätte ich es auch eher gemerkt, ne? Jetzt hier hoch. Und dann... was auch. Ah, Trophäe erhalten. Kluges Köpfchen. Ja, ich denke, jetzt sind wir hier auch glatt. Dann können wir den schnellen, die schnelle Heimreise antreten hier. Wahnsinn, Wahnsinn.
Also ich finde, das Spiel macht mächtig Laune. Ich muss natürlich auch erst reinkommen, weil ihr wisst, was ich sonst spiele. Ich will hier keinen Namen nennen. Denn ich nenne hier keine Konkurrenzprodukte. Dann werden wir uns jetzt hier noch ein bisschen umschauen. Ob wir hier noch was anderes finden. Ah, da unten wieder. Das Bergungsgut oder wie das Zeug auch immer heißt. Man hat hier echt immer das Gefühl, man übersieht hier irgendwas. Pflänzchen sammeln. Oh, da liegt noch mehr. Noch ein Schrein. Wen beten die wohl an? Oh, da oben. Da. Was liegt da? Whitman ist total hysterisch. Dieser Anfall bei den Filmaufnahmen war unglaublich. Das ist doch sein Job, oder? Er trägt ja nicht mal was zum eigentlichen Forschungsaspekt dieser Expedition bei. Wenn wir Yamatai gefunden haben und die Kameras laufen, wird er sich beruhigen. Er mag eine Nervensäge sein, aber er weiß, wie man eine Szene anlegt. Ich muss nur meinen Job machen und cool bleiben. Lara weiß es nicht, aber ich habe auch Aufnahmen von ihr gemacht. Ich will, dass sie den Ruhm bekommt, den sie verdient. Und außerdem sieht sie auf Film toll aus. Ein Naturtalent. Wahrscheinlich wird Whitman deswegen noch wahnsinnig vor Eifersucht. Aber wenn er es rauskriegt, sitzen wir schon in der Premiere in Telluride. Okay. Ah, mir fehlt. Oh ja. Und ich denke, dann haben wir für heute auch genug gesammelt. Hier nochmal um, ob sonst irgendwo was rumhängt. Oh, 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 oh. Was soll das? Ich sehe die manchmal nicht so gut. Ich sollte vielleicht den Fernseher mal heller einstellen. Also die Wölfe, das, die nerven schon ein bisschen, ne? Sag mal, wie viele sind denn das? Das nervt ja gar nicht. Oh. Russeljäger. Ja, jetzt hagelt's Trophäen, was? Wir sammeln hier noch. Sammeln erstmal nichts mehr ein. Jetzt hier. Wir haben Fähigkeitspunkt. Na, schauen wir mal. Was können wir verbessern? 1 von 9. Okay. Tierische Instinkte. Oben auch mal gucken nachher. Halten Sie die Augen offen, um schwer zu finden Tiere und Nahrungsquellen zu finden. Schon. Überlebenswasser. Sammeln Sie zusätzliche Belohnung beim Plündern von Tierkadavern und. Ah, ist glaube ich nicht schlecht, ne? Durchsuchen Sie Kisten und Unsorgfalt und zusätzliche Berge. Auch nicht schlecht. Plündern Sie Tierkadaver, sagen Sie, Bergungsgut. Das ist nicht schlecht. Finden, Bogen zieren Ihre Pfeile aus neutralisierten Feinden. Ja. Wobei, Pfeile liegen, glaube ich, genug überall rum, ne? Sie
Sie sind konzentriert, haben Sie mehr Zeit, um Ihren Bogen zu zielen. Das ist, glaube ich... Setzen Sie Beute und Taschen effektiv und können mehr Munition transportieren. Ja, wir nehmen, glaube ich, mal zuerst das hier. Mehr ist besser. So, Upgrades ansehen. Ja, Bogen verbessern wir auf jeden Fall. Tja, da müssen wir wieder neu was sammeln. Ja, dann machen wir Schluss für heute. So, das war eine weitere Folge mit Lara. Vielen Dank für euren Besuch. Abonniert bitte den Kanal, lasst mir ein Like da und schreibt doch bitte was in die Kommentare. Vielen Dank und bis zum nächsten Mal. Bei Father and Son, play for fun.